Knapp eine Woche läuft jetzt das Dschungelcamp, während drumherum der Busch brennt. Doch die Kandidaten haben ganz andere Sorgen. Ich weiß, die Frage klingt jetzt bescheuert. Ist das wirklich, wirklich ein richtiger Dschungel? Nein. Damit dieser Studio-Dschungel trotzdem nicht abbrennt, hat RTL zum ersten Mal in der Geschichte des Camps richtig viel geändert. Zum Beispiel kein Lagerfeuer mehr. Finden die Teilnehmer so mittelgut. Das war eben dem ungünstigen Zeitpunkt dunkel, aus meiner Sicht. Wenn ich das mal als Ingenieur und Informatiker bemerken darf. Ja, ungünstig. Vielleicht hat das Lagerfeuer aber auch die Show davor gewonnen. Ich bin ein Lagerfeuer, holt mich hier raus! Im Dschungel essen sie jetzt keine lebenden Tiere mehr. Boah, ja, ich könnte auch keine Tiere essen, die noch leben, wenn ich die umbringe. Ich bin Philipp Walulis und frag mich, wie gut funktionieren die Änderungen von RTL und wann brennt das Camp denn jetzt ab? Es ist Donnerstag, der 16. Januar. Widerspruchslösung hin oder her. Mein Herz wird immer Laura Wendler, geborene Müller, gehören. Und das hier ist Walulis Day. Dschungelcamp, der Platz an der Sonne, mit dem Bismarck nicht gerechnet hat. In diesem Jahr wegen der Brände mit verschärften Regeln. Das sieht dann so aus. Zigarettenstummel müssen sicher entsorgt werden, denn die Asche ist ja heiß. Allerdings nicht so heiß wie dieser 1A-Pornobalken. Aber egal, und auch das Lagerfeuer ist verboten. Stattdessen gibt es jetzt so schicke Gaskocher. Tja, Gas, die deutsche Antwort auf alle Probleme. Wegen Nord Stream 2. Gasversorgung. Woran habt ihr denn gedacht? Beim Lagerfeuer hat es noch eine Nachtwache gebraucht, denn das Feuer durfte ja nicht ausgehen. Das ist jetzt beim Gaskochen natürlich irgendwie lächerlich. Trotzdem lässt RTL die Leute da jetzt einfach so rumsitzen, um Late Night Talk zu bekommen. Wenn mich jemand gemolden hat, dass ich eine schlechte Mutter bin. Tja, es funktioniert weiterhin. Intimere Geständnisse als bei Tanzverbot im Stream. Außerdem gibt's keine Bikini-Partys im Tümpel mehr. Denn der leidet unter der Dürre und ist dieses Jahr fürs Baden gesperrt. Grund Bakterien. Aber hindert sie trotzdem nicht daran, drin rumzustehen. Und wie geht's der neuen, dem Zeitgeist geschuldeten Regel? Erstmal werden die Stars keine lebenden Tiere mehr verspeisen müssen. Tja, nun, den Tieren geht's jetzt noch schlimmer. Geil, jetzt werden sie nur noch lebend gequält, die Tiere. Wie nachhaltig. RTL schafft es also ganz gut, trotz der notwendigen Änderungen, dramaturgisch ordentlich was aus dem Dschungelcamp rauszuholen. Und es steht ja eh die Frage im Raum, wie sind die denn darauf gekommen bei RTL? Also, was hat der Chef dazu gesagt? Chef, wir haben ein Problem. Mhm. Ja, in Australien, die Buschbrände. Im Dschungelcamp ist maximale Brandgefahr. Und die Promis müssen rauchen, weil die uns sonst von Anfang an durchdrehen. Dschungelcamp hab ich noch nie gesehen. Wer schaut denn das? Ja, 40% Marktanteil. Was ist ein Marktwert, der nur von Asozialen bevölkert wird? Das mag schon sein, aber was machen wir denn jetzt mit den Zigaretten? Aschenbecher? Das ist genial. Was habt ihr denn die letzten Jahre gemacht? Ja. Weggeschnipst. Ach ja, und Chef, die Tierschützer beschweren sich ständig, dass die Promis lebende Tiere essen. Was machen die? Naja, so Maden und so Zeugs. Ja, aber das verbietet ja nicht nur der gute Geschmack, das ist auch völlig aus dem Zeitgeist gefallen. Könnt ihr nicht das Zeitfenster zwischen Liquidierung und Nahrungsaufnahme vergrößern? Einen Madenmetzger oder was? Ja, zum Beispiel. Und frag doch meinen Sohn Emil, der liebt Tiere. Brände. Koalas hassen diesen Trick und stürzen RTL in einen regelrechten Zwiespalt. Unterhaltungsshow trifft auf Katastrophengebiet. Ja, darf man unter solchen Umständen eine Unterhaltungsshow produzieren? Gegenfrage, seit dem 5. Januar läuft die australische Version des Dschungelcamps erfolgreich im Fernsehen und deswegen sollten wir betroffener sein als die Betroffenen. Gegenfrage, kann man mit Gegenfragen argumentieren? Und überhaupt, geil, Australien gilt jetzt offenbar als moralischer Kompass. Leider 4 Tage zu spät für Siemens. Aber wir haben uns die australische Version mal angeschaut und die sind da ehrlicherweise next level. Die Crew ist sich ihrer Verantwortung beim Thema Klimaschutz so bewusst wie nie. Und die haben sogar eine Feuerstelle entworfen, die CO2 aus der Atmosphäre zieht, anstatt es auszustoßen.
Bei der deutschen Ausgabe ist diese Sensibilität noch nicht ganz so angekommen. Ja, so hat halt jede Geschichte ihre zwei Seiten. Ne? Merwin Lumber atmet auf, weil es zum ersten Mal regnet seit dem 2. Dezember. Aber die Dani, die hat natürlich diese doofen, feuchten Klamotten. Voll blöd. Ach, Daniel Hartwig steht leider nur räumlich über den Dschungelkandidaten. Und gleichzeitig geht die RTL-News-Redaktion immer noch in die Vollen. Schwarz und Grau, überall. Es ist ein Trauerspiel, wenn man sieht, was die Brände aus den sattgrünen Gebieten in Australien gemacht haben. Auch ein Trauerspiel, wenn man sieht, was die Grafiker daraus gemacht haben. Und selbst wenn Hoffnung aufkommt, trotzdem alles schlimm, schlimm, schlimm. Allerdings ist es kein flächendeckender Regen und außerdem hält auch die Brandsaison noch bis März an und von daher können wir keine richtige Entwarnung geben. Also bleiben Sie dran, es besteht immer noch Hoffnung auf unendliches Leid und dass vielleicht noch Dr. Bobs Hütte abbrennt. Aber was lässt sich denn fürs Karma-Konto tun? Der Regen ist schön, aber ein warmer Regen von Ihnen, der wäre noch schöner. Ich weiß, das sind ungewöhnte Töne von uns. Deswegen kommen wir schnell zurück zu etwas, was Sie kennen von RTL. Boxen. Ja! Ja, ein Spendenaufruf. Und überhaupt, RTL, von psychischer zu physischer Gewalt in unter 20 Sekunden. Respekt. Auch für die Taktik, jeden Aspekt der Katastrophe ausschlachten und dann schnell einen Spendenaufruf hinterher schieben. So im Sinne von, oh, oh, wir sind ja die Guten. Aber RTL, statt Geld. Ich meine, für die Leute im Dschungelcamp. Für die sollte man doch was ganz anderes spenden. Alle 3 Sekunden verliert ein Prominenter im Dschungelcamp seine Würde. Das muss nicht sein. Helfen Sie jetzt und spenden Sie Ihre Würde. Denn Würde ist kein Konjunktiv. Sorgen Sie dafür, dass Prominente wie du und ich sich wieder freuen und aufrecht durchs Leben gehen können. Wie die Pimmel bei Love Island. Wir von Valudes Daily können einfach nicht weggucken. Also gucken Sie auch nicht weg. Jede Würde zählt, denn wir haben selbst keine. Wo ist der Stolz? Wo ist die Würde? Känguru-Hoden-Messe, notöffentliche Fürze. Gib den Promis etwas ab, bei ihnen ist es knapp. Schick Würde raus an RTL, wir wollen Grimme-Preis. Spende auch du jetzt was von deiner Würde, indem du was so richtig Würdeloses machst. Schreib einfach Erster in die Kommentare, obwohl du gar nicht Erster bist. Das zeugt von wahrer geistiger Größe. Dafür schenken wir dir ein Abo, einen Druck auf die Glocke und die Gewissheit, dass du ein guter Mensch bist.